Servus Monster Hunter Freunde, ich habe noch mal ein paar Infos für euch für den morgigen Tag, wenn der Devil Show rauskommt. Wir wissen, wie groß das Update wird, wann es genau erscheint. Wir bekommen sogar einen neuen Mantel und es wird auch die Arena abgedatet. Wir bekommen da nämlich neue Quests und das möchte ich euch jetzt hier in diesem Video zeigen. Kommen wir gleich zu der wichtigsten Sache. Wann könnt ihr dieses Update runterladen? Und das ist am Donnerstag um 1 Uhr nachts morgens. Könnt ihr anfangen, den Patch zu laden. Und ja, warum ist es um 1 Uhr nachts? Sie haben hier die englische Zeit genommen und England ist halt eine Stunde zurück. Die kriegen es sozusagen um Mitternacht und wir dann eben um 1 Uhr nachts. Und ja, wir müssen hier auf beiden Konsolen ungefähr 600 MB laden. Hat man noch nie ein Update gemacht vom Spiel, muss man 1,4 GB laden, nur für die Leute, die vielleicht hier offline spielen. Ja, wie gesagt, dann kommt morgen der Devil Show ins Spiel. Er bringt uns eine neue Quest mit, der Herr der Nahrungskette. Die ist aber zu Beginn, glaube ich, nicht leicht verfügbar. Da muss man erst bestimmte oder besondere Sachen erfüllen, dass die, glaube ich, kommt. Bin ich mal gespannt. Dann, wichtig, bevor dieser Devil Show erscheint, müsst ihr in der Hauptstory die Rosa Ratian Quest, glaube ich, abgeschlossen haben. Erst dann ist er da. Er kommt in 6er und 7er Quest, das ist soweit schon bekannt. Und was sehr cool ist, wir bekommen einen neuen Mantel, ein neues Spezialwerkzeug und bin ich mir gar nicht sicher, wie man es bekommt, ob es gleich da ist. Ich glaube, diesen Mantel bekommt man erst oder bekommt man, wenn man die Quest abschließt, der Herr der Nahrungskette. Steht jetzt hier nicht dabei und dieser Mantel ist ein Drachenschutzmantel. Ich denke mal, die meisten Leute wissen, dass der Devil Show Drachenschaden macht, gerade mit seinem, ja, was er ausspuckt, sein Laserbeam, sagen, glaube ich, immer die Kollegen von mir. Und wenn man da drin steht, macht das wirklich ordentlich Schaden und ist, glaube ich, sogar tot. Muss man mal schauen. Und ja, wenn man den Drachenschutzmantel anhat, überlebt man das wahrscheinlich oder bekommt halt weniger Schaden. Natürlich bekommen wir dann morgen auch die neuen Devil Show Waffen und die Rüstungen. Ihr seht hier nochmal die Bilder, das ist soweit aber schon bekannt. Dann werden auch noch andere Sachen im Spiel verbessert. Es werden hier die Ladezeiten optimiert, dass sie etwas kürzer sind. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Was auch nicht schlecht ist, wenn ihr in einer offenen Lobby seid, habt da ein Monster abgeschlossen mit einem fremden Kollegen und die stören euch immer beim Looten, weil sie euch wegschlagen oder wie auch immer. Das geht ab sofort nicht mehr. Ihr werdet beim Looten nicht mehr, nach einem Questabschluss nicht mehr unterbrochen und könnt so safe eure Monsterzutaten bekommen. Ist auf jeden Fall ganz nett. Dann, wie gesagt, wird morgen auch die Arena abgedatet. Da gibt es drei neue Quests. Ihr seht sie auch eingeblendet. Ist dann auch ab 1 Uhr nachts verfügbar. Und ja, es sind alles Nergigante Quests. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Bin mal gespannt, was man da für Waffen verwenden kann. Wenn wir Glück haben, bekommen wir aus diesen Arena-Quests oder aus einer vielleicht sogar ein neues Item, einen neuen Helm. Bin ich mal gespannt. Bin mir da aber nicht sicher. Muss man mal alle abschließen und mal schauen, was da rauskommt. Und ja, dann werden auch noch, klar, die ganzen Waffen abgeändert. Die Balancen, manche Waffen werden verstärkt, manche werden ein bisschen genervt und das ist eben auf Deutsch übersetzt, finde ich ganz nett. Hier seht ihr so die ersten, Langschwert und Großschwert und in der Videobeschreibung habe ich einen Link zu der Seite, könnt ihr euch alle Waffen durchlesen, was vielleicht dann bei eurer Waffe verändert wurde. Ja, das war es eigentlich soweit mit dem Update. Ich werde heute Nacht schon richtig viele Videos raushauen, dass ihr die morgen früh eventuell anschauen könnt. Ich gucke mir die Rüstung an, was hat die für Werte, dann die ganzen Waffenwerte, ob sie taugen, wie sehen sie natürlich aus. Dann schaue ich an, wie man den Devil Show killt, erkläre ich das so ein bisschen, was er für Moves macht, wie der Schaden ist, was er anfällig ist. Da wird morgen auf jeden Fall sehr viel rauskommen. Ja, das war es eigentlich soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer mehr sehen will, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.